Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Endlich ist es wieder soweit. Cops vs. Racer Most Wanted. Der eine wird wieder gejagt von einer ganzen Kolonne von Cops, wie zum Beispiel hier von diesem ganz besonderen Audi R6 von unserem Polizeipräsidenten. Und das ist diesmal eine Premiere, denn ursprünglich sollte das Acid machen. Der hat aber gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen macht es jetzt Latschka. Nee, eigentlich musste Acid es machen, aber es gab andere Probleme. Deswegen, ja, Latschka, wie fühlst du dich gewappnet für diese Aufgabe als Präsident? Man wächst mit seinen Herausforderungen, sage ich nur so. Ja, das ist ein weiser Spruch. Da mal hier auf den Tisch geklopft, ja, der hätte von mir sein können. Man wächst mit seinen Herausforderungen, deswegen. Ja, wir müssen ja mal neue Präsidenten ausbilden. Das kann ich nicht immer nur Vince, Andy und ich sein. Deswegen finde ich das eine super Sache. Unterstützt wird aber trotzdem von Acid. Nee, der Grund, warum Acid das nicht machen kann, ist, es gibt da so eine Einheit und die hat nicht jeder oder das Fahrzeug hat nicht jeder, weil es ein bisschen besonderes Fahrzeug ist, aber das sehen wir vielleicht später noch. Ja, mit dabei haben wir noch Andy, Acid, wie schon erwähnt, Beta Effect, Fly High, JK, Latschka, wie schon eben vorgestellt, Muffin Heiler, nur 24 Stunden Racers, Cracks Gaming, Fahe und Kami Karze. Grüßt euch. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Servus. Hallo nochmal. Ja, und wie immer, das Format schläft nicht. Wir sind ja immer ein bisschen am Weiterentwickeln und gerade für die Hinterradantriebseinheiten war das ja immer so, oh, der Racer fährt Offroad. Wir können nichts mehr machen. Jetzt können sie was machen. Sie können sich nämlich sozusagen ans Ende des Offroad-Weges teleportieren, wenn sie denn möchten. Und ja, das gucken wir mal, wie das funktioniert. Dazu sage ich aber gleich nochmal mehr, denn ich werde jetzt erstmal hier in mein Racer-Gerät verschwinden und hoffentlich entkommen. Mal schauen. Das Ding fährt sich auf jeden Fall perfekt. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, es fährt sich wie eine Zicke, aber perfekt. Ich werde damit euch rasieren. Ihr habt keine Chance. Ich sag's euch schon mal. Also, ich mache jetzt erstmal ein Foto. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe mich nicht verdrückt, aber ist egal. Sieht sogar ganz gut aus, das Foto. Nur für den Fall, dass du dich selber versenkst im See. Wie werden wir das erfahren? Ich werde den Teamspeak verlassen und eine Woche nicht mehr auftauchen. Okay. Vor Scham. Ja, das könnte vielleicht der Grund sein. So. Aber ich glaube, die Zuschauer warten, dass es endlich losgeht mit der Action. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich gebe euch gleich das Startsignal und dann, viel Spaß einfach. Mehr nicht. Erfolg wünsche ich mir selber. Ja, tschüss. Buddy left your channel. Ja, ich fahre eine Camaro. Ist schön. So, fang bitte vielleicht mit dem Ort an, bevor du das Fahrzeug erwähnst. Ja. Er fährt auf der SES Richtung Bergpassstraße. Fährt ein A... Oh Gott, was war es? Ein AGT... GTS von 218, glaube ich, war das. Meinst du jetzt ATS GT von 218? Genau, ATS. In so einem British Racing Green. Aber nicht, also SS Richtung Bergpassstraße oder Güterbahnhof, wenn er durchfährt. Mhm. Okay, heißt. Ah, von Güterbahnhof bin ich schon auf SS unterwegs. Da kommt mir noch nichts entgegen. So, ich kann mir jetzt auch auf den Weg machen. Straße fährt hoch. Ich halte mal meine Position hier. Dir kommt nichts entgegen? Nein, ich stehe direkt an der Kreuzung SES jetzt. Ja, ja. Dann war der wahrscheinlich vor dir da. Also Bergpassstraße Richtung Highlands. Stimmt. Wenn jemand von der VIP-Straße aus am besten die Highlands abfahren könnte und jemand vom nördlichsten Kreisel kommen könnte, damit wir ihn so ein bisschen einengen. Das funktioniert nicht. Entweder wir sehen ihn am Anfang durch Zufall oder der ist weg. La Beta, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei der Teststrecke. Ich auch. Ja, das waren jetzt anderthalb Minuten, der kann sonst wo sein. Beziehungsweise zwei Minuten seit Start. Okay. Ich fahr zurück.
So. Ja, auf dem Aventador sitzt dieses Mal dann der Chris, dementsprechend logischerweise, also Acid. Könnte theoretisch auch in 20 Sekunden die erste Overwatch zünden, aber das habe nicht ich zu entscheiden. Ja, wobei ich mich gern auf deine Erfahrung stützen würde. Und ich würde sagen, ich glaube, das war schon so ein Tipp in die Richtung, also... Nein, war es nicht. Okay. Mega. Wie gesagt, der kann jetzt überall sein. Wir sind wahrscheinlich noch ein bisschen verstreut. Das wäre jetzt nicht unbedingt die klügste Idee, jetzt einen Overwatch zu finden, weil im Zweifel ist er genau da, wo niemand sonst ist. Mhm. Beziehungsweise da, wo ich bin, erstmal Rundstrecke verkehrt herum. Oh, lol. Ist gerade in die Driftzone eingefahren. Okay. Ich komme vom unteren Auto. Bin ich jetzt gleich da. Ist jetzt südlich auch vor Parkstraße, fährt Richtung Osten. Was für Einheiten seid ihr genau? Ich bin hier mit dem RS6 dran. Okay, sehr schön. Kannst du mehr Ansagen machen, bitte? Sind jetzt gerade an der Kreuzung Ende südliche Offroad-Parkstraße, Windparkstraße, fährt Richtung Norden. Komm mir entgegen. Gerade. Gib auch immer gut Calls, wo genau welche Straßenseite er fährt. Biegt jetzt ab. Das ist, glaube ich, die Kranichstraße, wo hier jetzt rechts abbiegt. Okay, er ist schon ganz schön schnell. Autobahn oder nicht Autobahn? Fährt Autobahn die Auffahrt zu. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er auf die Autobahn auffährt, er ist zu weit weg. Ich habe ihn gerade noch so im Augenwinkel. Doch, er fährt auf die Autobahn. In welcher Richtung? Ist gerade quasi richtig rum aufgefahren. Weiter weiß ich Norden oder Süden? Ja, richtig rum kann ja, beide Richtungen sein. Oh, nee, lol. Aua. Gott. Er fährt jetzt quasi Autobahn Richtung Norden, es sei denn, er ist vorher umgedreht. Also keiner hat mehr Sichtkontakt. Nein. Dann... Doch, er fährt nach Norden, ist gleich bei der Flugplatzabfahrt. Okay. Das war der? Dann ist er aber nicht British Racing Green. Metallic dunkelgrün. Das war überhaupt nichts grün. Hä? Ach, okay, Himmel rechts. Ja, vielleicht hat er den Design drauf geladen und bei dem wird es nicht angezeigt oder was? Weiß ich nicht. Wo ist er gerade? Keine Ahnung. Keiner hat per Sichtkontakt? Nein. Dann bitte die Overwatch starten. Jetzt. Jetzt muss ich erstmal anhalten. Decker, dass sie gehört. Jemand hat den Timer eingestellt? Wahrscheinlich nicht, oder? 3 Minuten? Doch. Hab ich. Wow. Gott sei Dank. Kann man mal den RS6 nachfahren? Leel. Ja, wo ist er? Südlich vom Flugplatz. War doch jetzt. Nein, ich hab gesagt, ich bin da. Achso, jetzt habe ich ihn. Und zwar fährt er Richtung PXH-Teststrecke gerade. Ist direkt auf der PXH-Teststrecke jetzt. Fährt Richtung Norden. Junge, der ist so schnell. Östliche oder westliche Straße? Die östliche Straße gerade. Aber er ist schon oben auf den nördlichen Abschnitt der PXH-Teststrecke und fährt die jetzt Richtung Westen. Heißt. Straße. Auf dem südlicheren Teil der nördlichen PXH-Teststrecke. Okay. Fährt jetzt zurück auf dem östlichen Teil der südlichen PXH-Teststrecke. Begibt sich wieder
auf den Richtung nördlichen Teil der Brücke. Hast du ihm Zeichen gegeben überhaupt? Habe ich nicht gesehen. Ja. Kannst du sehen, ob irgendwelche Einheiten in der Nähe sind? Ja, wir sind in der Nähe. Beta-Effekt und Fahe sind in der Nähe und ihr solltet jetzt schleunigst nach Osten fahren. Fokussiere dich darauf durchzugehen, wo er ist. Nur wenn Ray gerade auf einer Straße ist, wo er erstmal nicht wegkommt, Einheiten zu ihm hin navigieren. Okay. Ja, er fährt jetzt hoch Richtung Bergpassstraße, ist auf der Bergpassstraße. Genau, nur 24 Stunden, bis wenn du da reinfährst, dann könntest du ihn kolten. Ja, schon ist ja nicht ganz so, aber. Nicht da rein, nördlich. Bergpassstraße ist weiter oben. Aber er kommt dir jetzt hinterher gefahren, nur 24 Stunden Racer, also drehen wir rum. Ja. Das ist jetzt noch eine Minute schon? Ja. Genau, jetzt musst du die dann sehen. Ja. Genau, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich ihn wieder. Hat sich freigekämpft. Ja, er ist genau in eurem Getümmel. Aber wo ist dieses Getümmel? Kannst du bitte mehr Ansagen machen? Das Getümmel ist jetzt gleich wieder auf dem nördlichen Teil der PXA-Teststrecke. D-Kreuzung auf der Startgeraden von der PXA-Teststrecke. Er fährt die Gerade entgegengesetzt von Rennrichtung. Aber jetzt sind ein Haufen Einheiten dran, das heißt, ja, okay, ich kann die 3 Minuten ausnutzen, kann man das noch angucken. Ja, du hast jetzt noch. Genau, ihr seid jetzt fast alle dran. Wo seid ihr? Kenkenstraße. Richtung Osten. Ja. Gut, dann gehe ich wieder raus. Ja, gib den Call. Ja, ich muss erst mit dem Filter ausstellen. Er ist in die Brücke reingefahren. Oh! Okay. Also als Kollision oder? Ja, hoffentlich. Ich hab okay, Malte, macht weiter Ansagen bitte, weil ich bin jetzt am Festival. Hoffentlich, entweder er steht da oder er fährt weiter. Umgedreht. Kommt Kängurustraße nicht im Westen. Links oder rechts? Muss ich KN? Links oder auch? Ist denn Bermuda-Dreieck abgebogen? Ja, macht weiter Ansagen. Er ist beim Bermuda-Dreieck runter, das wird jetzt aussagen. Ich sehe ihn immerhin noch. Wo denn? Fährt jetzt Richtung Verbindungsstraße. Zur Driftclubstraße runter. Och, mit Bäumen, aua. Vorsicht, der A6. Na komm. Fährt der auf die Driftclubstraße? Bremst die, ja, aber Richtung Verbindungsstraße, also Richtung Westen. Auf der Driftclubstraße Richtung Westen. Jetzt ist Knick, dann wird sie zur Richtung Süden. Fährt jetzt die Flussstraße runter. Wie wär's mal mit der Straßensperre? Ja, könnt ihr machen. Dann Staudamm, zweite Brücke. Mittlere Brücke? Ja, mittlere Brücke. Okay, du bist soweit. Er ist jetzt bald bei der nördlichsten Brücke. Fährt er östlich oder südlich? Östlich oder westlich? Er fährt auf die mittlere Brücke rauf. Fährt von da aus nach Richtung Süden. Du hast dein Ziel westliche erreicht. Seite. Ich habe leider gerade richtig Motorschaden gehabt, weil ich hab's nicht mal da bremsen können. Immer noch westliche Flussstraße Richtung Süden. Ja, Vorsicht, kommen wir den Lambo von hinten. Kingfisher Cottage? Fragezeichen. Oder schon dran vorbei? Ich seh's nicht. Schon dran vorbei. Jetzt fast im Süden. Oder müsste schon im Süden sein? Vorsicht, Cayenne, Lambo. Fast im Süden. Sorry. Ich bremse ab, fahr rechts. Ja, rechts. Ja, nee, fahr weiter. Ich sagen, glaube mir, dass eine Fahrt übers Festival soll ich wieder hin. Ja, von hier aus kann er überall sein.
Festival. Okay. Dürfte fast im Festival drin sein. Festivalstraße hoch. Ist mit gekommen, ich habe keine Ahnung. Kann sich gut im Festival reparieren. Das werde ich jetzt auch tun. Auf Festivalstraße hochgeschossen. Auch wir noch unten bei Broadway oder wie es heißt. Auf Vorgarten hoch. Das Vorgarten richtig. Ja, ich bin aber gleich im Festival. Der Lambo hat wenigstens Zünder. Ja, kommt Vorgarten gerade runter. Hab ihn seitlich gestriffen. Also Vorgarten von Festival Richtung Süden. Ja, fährt unbenannt rein. Flyer. Oh. Fährt der Richtung. Fährt unbenannte. Die unbenannte Straße. Ja, es fährt weiter Richtung Süden auf der unbenannten. Richtig, warum? Er fährt Richtung Serpentinenstraße, ist das richtig? Oh, nein. Ist jetzt, müsste jetzt südliche Goyard sein, aber ja, weiß nicht keine in welche Ahnung, Richtung. Ob links oder rechts abgebogen ist. Fahr mal links, fahr mal rechts. In Fahrtrichtung habe ich abgedeckt. Und ich, wir kommen von Sunflower Meadows, Goliath rückwärts. Ja, ich bin im Broadway gleich auf Goliath. Fahr jetzt in Goliath Gegenrichtung. Er ist safe, dann Richtung West gefahren, weil bei der Mühle sehe ich keinen. Nee. Dann presse ich jetzt durch mit Lambo Richtung Autobahn. Oh ja, da freut sich der Unterboden. Ja, Mann. Okay, hast du zuletzt gesehen auf der unbekannten Straße Richtung? Na, also Goliath richtig rum, definitiv. Ist er nicht gefahren, also er muss Richtung Westen abgebogen sein, war schon mal nicht so richtig. Ah, kann nicht. Ich bin jetzt am Kreisel, hier ist nix. Oh, was fährt er überhaupt? Etwas grünes, flaches. ATS GT, irgendwas in die helle Richtung. Also bei mir war er dunkel. Also entweder ist er hell oder dunkel. Ja, er könnte jetzt auch schon Richtung Strandhaus sein, sich reparieren oder sonst was in der Richtung. Goliath Ambleside Richtung Windmühle. Ah ja, okay. Jedenfalls war da gerade was. Alter. Kann sein, dass er in den Vorgarten gebogen ist. Ich habe es nicht ganz genau gesehen. Gut, dann Straßensperre bei Vorgarten am Festival. Und du bist, ich bin mir nicht sicher, ob er dahin ist. Ja, trotzdem. Wenn er daher ist. Da wo Festivalstraße und Vorgartenstraße kreuzt, ja? Genau da. Weißt du, ob das Ray war oder nicht? Nicht sicher, weil ich habe das nur ganz knapp in der Kurve gesehen. Der. Wow! Okay, dann ist er nicht hier lang. Nee, also Goliath. Ich fahr zurück auf meine Position. Ich repariere mich. Du hast dein Ziel erreicht. Jetzt müssen jetzt noch 1,20 stehen. Okay, in 30 Sekunden den nächsten Overwatch. Mhm. Ja, sagen. Nehmen wir gleich, ja. Na, ich sag dir gleich Bescheid. Hm? Ich sag dir gleich Bescheid. Ja, jetzt stehen jetzt okay. Noch. Gib jetzt schon mal die Chat-Nachricht und geh auf die Karte. So, dann schauen wir mal. Wo ist... Er fährt die östliche Seestraße Richtung Norden. Auf welcher Höhe? Und ist gleich auf der SES.
Also auf der Kreuzung, wo es nach rechts zur SRS und links zur VIP-Straße geht. Wenn er, wenn er PIP geht, gehen wir zu Kreuzung Highlands VIP. Oh, ja. Mhm. Ja, er fährt Richtung VIP. Gut, dann ab. Machen wir nur Leute, die von hinten von SRS kommen. Warte, ich komm zu dir nach vorne. Er ist jetzt am VIP. Er fährt aber weiter, er repariert sich dort nicht. Also mach mal genau da, wo jetzt halt eine Straßensperre kommt. Ah, er dreht wieder rum, der Sack. Hat er wohl gerochen. Ja klar, er hat auch die Chatphase gerippt. Er dreht wieder rum und fährt Richtung... Ah, repariert sich im VIP. Können wir den von hier aus sehen? Nein, leider nicht. Jetzt wieder raus aus dem VIP und fährt. Fährt jetzt wieder zurück Richtung SRS. Wie viel Zeit haben wir noch? Anderthalb Minuten, sowas, ja? Anderthalb Minuten, knapp. Gut. Wo ist er? Moment. Ja, er fährt auf die SRS. SRS weiter Richtung Güterbahnhofstraße. Kamikaze, nach oben abbiegen jetzt. Boah, Alter. Genau, nach oben. Fly High, dir kommt er entgegen. Bahnhofstraße Richtung. Jetzt geht's. Kängurustraße ist das, glaube ich, oder? Die zum Lilleschen Kreise gehen. Ne, ist immer noch Güterbahnhofstraße, fährt er. Ja, ist jetzt an mir vorbei. Ist genau, gleich an der drehen. Brücke. Andi, du kommst ihm jetzt entgegen. Nicht getroffen. Fährt er zum Kreisel? Ja, er fährt zum Kreisel. Ich denke, er probiert sich über die Autobahn zu retten. Gut, ihr müsst mal sagen, wann. Ich glaube, jetzt ist Feierabend, gell? Okay? Ja. Ja, 5 Sekunden noch. Ja, gut, okay, dann mach ich wieder raus. Mhm. Aber Moment mal, er fährt auf die Autobahn. Richtung Süden. Letzte Ansage. Und ich fahre jetzt Autobahn Richtung Norden. Versucht mit dem mittleren Kreisel abzudecken. Wenn es geht. Achso, ich muss die Phrase wieder ausmachen. Seht ihr noch auf der Autobahn irgendwo? Wir sind ihm alle entgegengekommen, wo er es dann sehen, wo der ist. Es waren noch welche auf der Autobahn hinter ihm her. Ich bin gerade von Flugplatz bis zum mittleren Kreisverkehr durchgefahren. Hier war er nicht. Ganz schnell. Außer Force hat mal wieder gemeint, so nötig, den zeigen wir dir nicht. Alter Junge, hier schießt irgendwo so ein scheiß Piss da rum. Der RS6, der gerade auf die Autobahn gefahren ist, hat dir das gerade nichts ausgemacht? Sorry, by the way. Wer auch immer das war von denen. Zurück auf Position, bringt nix. Ich stelle mich jetzt mal an die Windparkstraße im Wald zur Hauptstraße. Da stelle ich mich jetzt hin. Du hast dein Ziel erreicht. Also die Windparkstraße. Dann eventuell andere Klienten, die Windparkstraße auf die Straße durchstehen. Mhm.
Zeit bleibt uns noch? 2 Minuten. Ja, das Ding ist durch. Außer wir finden ihn jetzt noch. Selbst wenn wir ihn jetzt noch finden sollten, der ist komplett repariert. Mit Mittelmotor haben wir keine Chance. Mir ist was Grünes, Flaches entgegengekommen, aber durch mich durchgefahren. Das fährt gerade zum unteren Autobahnkreisel. Schade mal. Wenn er durchfährt, dann kannst du sehen. Nee, ja, der fährt irgendein hellgrüner P1 rum oder so. Ja, hier fährt gerade irgendeiner von uns die Hauptstraße Richtung Westen. Was ist die Hauptstraße? Die Hauptverbindungsstraße. Wenn nicht, ist er da Richtung Westen. Lass ziehen. Richtung. Ah ne, ist ein Kopf von uns gewesen. Das bin ich. Ja. Ja, bewegt euch vielleicht mal ein bisschen so in die Richtung des Hauses, wo ihr gerade am nächsten seid. Wenn wir ihn da sehen, ist er eh schon vorbei. Also, wie sollen wir ihn da noch aufhalten? Ja, wir brauchen 2, stimmt. Sorry. Der ist uns entwischt, der Ray. Ja, schade. Keine Verfolgung richtig zustande gekommen. Ja, ist halt einfach mehr gewesen. Und in 10 Sekunden ist eh vorbei. Overtime hat angefangen. Mal schauen. Ich denke, das ist eh gleich durch. Definitiv. So wie ich Ray kenne, wird er eh schon irgendein Haus angesteuert haben, dass er ja in den nächsten 1-2 Minuten da eh schon drin ist. Ja, schade, bisschen unglücklich gelaufen an manchen Stellen, würde ich sagen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob Ray schon im Haus ist oder nicht. Deswegen, falls er schon in einem Haus ist und gerade für sich schon einen kleinen Cut gesetzt hat, dann machen wir das gleiche und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. So, da sind wir auf der Racer-Seite. Wir fahren etwas, was nicht allzu weit entfernt ist von dem, was Ray gerade hatte. Der Russian Q1 in lila. Ich weiß nicht warum in lila, aber ich dachte mir einfach, weil warum nicht. Und ich würde sagen, sei bereit für den Hype. Dann geht das los hier. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist mit dem Fahrzeug. Im Zweifel eher nicht. Vor allem habe ich im Zweifel erstmal ein richtig, richtig dickes Problem mit meiner Startposition. Weil ich einfach irgendwo stehe. Oder irgendwo stand, wo eigentlich sehr schnell dicht gemacht werden kann. Aber egal, wir fahren mal auf die Autobahn. Das war kein Kopf. Okay, super. Und fahren die Autobahn einfach mal Richtung Süden, weil warum nicht? Das Ganze natürlich in Fahrtrichtung, damit es nicht auffällt. Boah, der brüllt aber auch den Tunnel zusammen. Ja, ein Nobel mit einem Hauch Amerikanismus. Russian, tatsächlich eine amerikanische Marke. Das Fahrzeug basiert auf dem Nobel M400. Eventuell, ich bin mir nicht sicher. Das war ein Kopf, glaube ich. Ja, wir fahren hier mal ein bisschen weiter rum, ne? Kein Problem. Kurven mag er nicht so richtig. Ja, Ray haben wir gerade leider nicht gekriegt. Sehr, sehr schade. Auch die Offroad-Regel
Die neue Offroad-Regel ist nicht so ganz zu Trage gekommen, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich denke mal, wenn eine Heckantrieb-Einheit an mir dran ist, werde ich einfach aus Prinzip mal den Weg entlang fahren. Irgendeinen Offroad-Weg. Das ist ein Audi hinter mir. Ich hätte aber ganz gerne eine Heckantrieb-Einheit. Was macht ein Audi hier überhaupt? Interessant. Interessante Wahl der Strecke. Ich könnte ein Arsch sein und wieder direkt rechts einbiegen, aber ich glaube, damit rechnen die. Deswegen lassen wir das mal sein. Ja, Ray ist jetzt im Prinzip ein BMW M4, weil warum nicht? Doch du hast ein Problem, wenn ich dir frontal reinfahre. Und ich glaube, Ray stand am Strand. So, dann wäre doch jetzt im Prinzip eine gute Gelegenheit, einfach mal hier links reinzufahren, um quasi jetzt, um Gottes Willen, war vielleicht nicht die klügste Idee. Ja, wir fahren einfach mal hier links rein. Der Camaro sieht das und hat jetzt im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, ey, ich teleportiere mich, das macht er auch. Teleportiert sich damit auf die andere Seite. Und jetzt könnte ich theoretisch ein Arsch sein, könnte es so tun, als würde ich mich drehen. Und wieder zurückfahren, was dann dementsprechend bedeuten würde, der Camaro steht jetzt da unten und nicht mehr bei mir. Das würde natürlich niemand tun. Niemand wäre so ein großer Arsch. Sondern selbstverständlich würde man als vernünftiger Racer weiter nach unten fahren. So. Aber so kann man es natürlich auch spielen. Ja, ganz wunderbar. Eine Einheit oder zwei sind schon mal dran, okay. Wir ziehen aber mal durch, der Russian hat ein bisschen Power. Die können wir nutzen. Boomerang bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan. Lassen wir mal sein. Ja, oben raus möchte er nicht mehr so gehen. Ich weiß nicht, haben wir die Aero beschädigt? War ein bisschen, aber macht jetzt nicht so viel aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Die Lenkung ist ein bisschen kaputt, leider, leider. Und das ist ein M4 direkt bei mir. Dann würde ich sagen, the same procedure again. Ah, Kollege Turnschuh. Und damit haben wir jetzt einen BMW verarscht. Wie gesagt, normalerweise macht das kein Mensch so. Aber weil ich ein netter Typ bin, kann man das durchaus so machen. Und weil ich ein netter Typ bin, machen wir das hier nochmal genauso. Da war der Aventador. Und jetzt ziehen wir einfach mal durch, um das Ganze so auch mal zu präsentieren. Wir ziehen die Straße einfach mal durch, komplett geradeaus. Kommen damit jetzt quasi bei der Driftclubstraße raus und werden uns mal ansehen, ob irgendeiner mein System durchschaut hat und quasi jetzt drauf gepokert hat, ah nee, der wendet eh wieder oder nicht. Ganz wichtig, der Cop muss in der Sekunde, in der ich einbiege, entscheiden, okay, ich teleportiere mich oder ich teleportiere mich nicht. Und muss sich dann auch direkt entscheiden, welchen Pfad er haben möchte. Das ist ganz wichtig. So, wir kommen auf die Autobahn. Da wollte ich jetzt eigentlich ehrlicherweise gar nicht sein.
Aber egal. Machen wir weiter. Zwei Audis an mit dran. Keine Heckantriebeinheit. Ich denke mal, es wird sich gerade einfach keine Heckantriebeinheit geportet haben. Weil die gedacht haben, ich wende eh wieder. Aber solche taktischen Spielchen würde ich ja nie tun. Mm-mm. Genauso wenig, wie ich hier einfach eine komplette Runde im Kreisel drehen würde. Nur um dann doch da abzufahren. Ja, zum Thema nicht bewegen mehr, ne? Eigentlich. Eine cayennische Straßensperre, die jetzt auch eventuell die Cops ein bisschen ausgebremst hat. Das können wir potenziell vielleicht nutzen, aber da ist was Schnelles dran, was Flaches, was Lamborghiniges. Etwas, wo wir mal eine Kurve fahren müssen. Ja, ich möchte mich mal noch nicht reparieren. Ich möchte einfach mal gucken, wie weit ich das jetzt ziehen kann. Ich merke ja, wenn es brenzlicher werden würde, hypothetisch gesehen. So, ich denke mal, mittlerweile werden alle Einheiten vom Süden Richtung Norden gezogen sein. Deswegen ziehen wir jetzt mal Richtung Süden ein bisschen. Und haben jetzt aber theoretisch sogar die Gelegenheit, vielleicht wegzukommen, wenn wir es richtig machen. Und richtig machen wir es, indem wir jetzt hier hinter einer Kuppe abbiegen. Dann haben wir zumindest den Lambo vorerst weg. Kleines Zeitfenster. Mal schauen, ob wir es nutzen können. Aua. Nö. Ja, jetzt könnte es ein bisschen komplizierter werden. Potenziell. Das heißt aber potenziell versuchen wir eventuell mal jetzt ein kleines Häuschen anzusteuern. Weiß nicht, Huntsman Lodge oder so. Hätte ich Bock zu. Wobei, Huntsman Lodge ist doof. Huntsman Lodge darf ich nicht. Okay, fahre ich halt hier lang. Können wir tun, kein Problem. Ene mene mu. Du bist ein Schuh. Und du triffst mich jetzt auch mal nicht. Das ist das Schöne. Einfach in die Cops reinlenken. Und dann treffen die mich nicht. So, und das könnte jetzt gar nicht so doof sein, weil die können sich jetzt zwar nach oben porten, aber das wird ein bisschen dauern, bis sie da sind. Dann fahren wir doch wieder hier runter. So, 11 Minuten sind vorbei. Knapp. Ich weiß nicht, wo ich mich reparieren will. Ich versuche vielleicht mal... Festival ist vielleicht ein bisschen riskant. VIP? Weiß ich nicht. Not bad. Not bad. Stark gemacht. Habe ich nicht mit gerechnet. Na, wir steigen mal auf die Bremse. Uah. Ja, konnte ich nicht. Tut mir leid, wenn der mich Offroad schiebt, kann ich auch nur Offroad ausweichen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, sind zwei. Zwei Cops sind, glaube ich, an mir dran. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Denied. Aber die werden jetzt zwei Einheiten zum Zustellen schicken. Okay, er nimmt den Audi mit. Ganz wunderbar. Der nimmt mich nicht mit. Und im Zweifel... Ja, hier wird zu sein. Genau. Im Zweifel versuchen wir den ultimativen Nani-Move jetzt. Und werden... Einfach mal ein bisschen wenden. Uns reparieren. Aua. Da werden jetzt 11 Cops vor mir stehen. Raus, 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 raus. Basebam. Einzige Chance. Flucht. Jetzt. Sofort. Auf der Stelle. Mit Vollgas. Und Hass. Nein. Ach, der Wagen rutscht so. Okay, ich hab Angst. Mach mal langsamer. Damit die wieder rankommen. Das wäre unfair jetzt sonst. Okay. Okay, zwei. Noch 10 bis Overtime. Der Wagen lenkt nicht so, wie ich das will. Muss ich leider gestehen. Wow, kurze Neck gehabt. Gas, 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 Gas. Ich habe ein kleines Zeitfenster, ein sehr, sehr kleines. Wo ich jetzt hier vorne eine Entscheidung treffen darf. Vielleicht haben sie es gesehen, vielleicht nicht. Aber jetzt ist die einzige Gelegenheit, hier wegzukommen. Okay. Overwatch. Das heißt, ich bin hier ein bisschen gefährlich. Viele Einheiten hinter mir. Keine einzige vor mir, außer die Cayennes eventuell. Und ich denke aber nicht, dass die so schnell eine Straßensperre hinkriegen. Wir ziehen das mal weiter durch, aus Prinzip.
hast dein Ziel erreicht. Klar, leckt er zurück. Das wären vielleicht 2% Schaden gewesen, mehr nicht. Ah, wie ich solche Moves mag. Ich habe tatsächlich noch einen Move auf Lager, der geil sein könnte. Den ich aber wahrscheinlich mit dem Wagen nicht anwenden kann. Den werde ich mir für jemand anders aufheben. Okay, jetzt nicht mehr hinter mir. Sperre am Kreise. Okay. Die haben ja bisher immer die Mitte recht offen gelassen. Keine Sperre am Kreise. Let's go to the beach. Ich sehe Chancen. Als ich 11 Cops hinter mir hatte, habe ich ehrlicherweise gedacht, okay, die Runde ist jetzt sehr schnell vorbei. Durch unmenschliches Glück konnte ich mich noch reparieren. Und jetzt ist die Chance vorhanden. Das Gute ist, er kann nicht instant den zweiten Overwatch zünden. Und er ist gleich raus. Er hat eine Abklingzeit. 3 Minuten. Genau so lange, wie die Overwatch geht. Ja, Kollege. Wie auch immer. Das interessiert mich jetzt, wie der da hinkam. Die Cayennes können sich eigentlich nicht reparieren. Außer durch die Straßensperre eben. Würde mich jetzt echt interessieren, wie der da hingekommen ist sonst. Das war jetzt ein bisschen Glück für die. Das sind halt die Treffer, die gerade gefehlt haben in der Runde, leider. Trotzdem, der Cayenne, bin ich mir ziemlich sicher, hätte da nicht sein dürfen. Aber klären wir dann nach der Runde. Okay, der wird mich... Wo wird er mich treffen? Gar nicht. Das ist aber nett. Du hast dein Ziel erreicht. Ich habe nur eine Chance, das Ganze irgendwie versuchen, in die Overtime zu retten. Und dann langsam die Einheiten wegzergen. Das ist der einzige Weg, der noch funktionieren kann. Alles andere... schwierig. Ich meine, manch einer hätte jetzt nach rechts einfach abgekürzt. Über den Schotter. Das machen wir nicht. Irgendwie fehlt mir auch so ein bisschen die Nachricht, dass der Overwatch vorbei ist, weil... Sind wir ehrlich, das war jetzt schon eine ordentliche Zeit. Das waren ja schon knapp 5 Minuten, wenn ich jetzt richtig lieg. Oder hat Ray beschlossen, nee, du kannst sie jetzt einfach aneinander hängen. Das wäre in der Form oder in irgendeiner Form tatsächlich nicht der Fall. Wo
Wobei ich jetzt mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher bin, wann der Overwatch eingesetzt hat. Ja, Moment, wir fahren da auch mal ganz schnell rüber. Hier. Fahrweg ist ein bisschen durch. Dann machst du natürlich jetzt am meisten den Bermuda-Dreieck fahren, Känguru-Straße, dann Güterbahnhof, irgendwie rüber, hoffen, dass ich bis dahin in der Overtime bin, 2 Minuten haben wir noch und dann langsam die Einheiten wegzocken. Tja, ihr seid jetzt leider ein bisschen am Arsch. Die Cayennes müssen da jetzt leider Gottes stehen bleiben, 2 Minuten. Das ist aber bitter. Noch Känguru-Straße vorne, 180 Grad, rüber. Wieder Nee. Das ziehen wir anders durch. Wir fahren runter. Alter, der Wagen zieht halt Wheelies, ne? Wir fahren da gerade runter, fahren Richtung Festival. Und versuchen dann über die kleine Route da unten einfach viele Einheiten wegzuziehen. Lenk doch, du Piece of Auto. Oh mein Gott, geht doch weg, M4s. Hab ich keinen Bock auf eure Sounds. Den habe ich gesehen, Gott sei Dank, den Audi. Oder was das war. Ich glaube, es war ein Audi. Den habe ich gesehen. Bisschen Mauer zum Bremsen verwenden. Der weiß, wie er es tut. Schön hinten rein die Treffer setzen. Hat mich schon zweimal ein bisschen unachtsam erwischt. Hatte ich beide Male Glück, dass kein Motorschaden war. Das wird Ray hinter mir sein. Derselbe Trick zweimal. Pass auf. Oder auch nicht, weil da ein NPC ist. Schade. Dann halt mit dir. Derselbe Trick zweimal. Mein Gott. Echt jetzt? Lambo. Die haben den Lambo schon rausgenommen. Okay, ja, der wird weit weg gewesen sein. Das ist zumindest, ich weiß jetzt, Overwatch ist vorbei. Das war auch schon mal was. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt Dingenskirchen zugemacht haben. Gables. Oder Goebbels, besser gesagt. Dann fahren wir jetzt Richtung Kingfisher, Ladies and Gentlemen.
hoffen mal, dass er hier jetzt auch mal die Hütte zumacht. Ja, fahren wir weiter. Da stehe ich, sehe Lichter auf jeden Fall. Nochmal minus 2. Da waren es bei 4. 7 Cops noch. Einer hinter mir. Und dieser eine ist ein Audi. Okay, Route Goebbels, Sunflower Meadows, VIP. Oder Gables Strand. Auch eine Möglichkeit. Nö. Alter, das ist halt auch eine Hüpfburg. Ich werde von der Straße aus erkennen können, ob da zu ist oder nicht. Ich muss da nicht reinfahren. Das ist schon mal von maximalem Vorteil. Ich weiß nicht, ob da Blaulichter waren. Ich hoffe einfach mal drauf. Dann machen wir Sunflower als nächstes. Einfach weil es dann doch ein bisschen näher ist und weil wir von da aus auch ein bisschen mehr Auswahl haben. Aber da waren es schon mal 6 weniger. Die Hälfte der Einheiten sind weg. Nö. Jetzt weit dran. Können die noch schaffen? Definitiv. Jetzt ziehen wir es mal durch bis Sunflower. Einfach auf direktem Weg. Im Zweifel kriegen die mich. Ist die Runde auch vorbei. Macht nichts. Wer war denn da? Interessant. Noch einer am Straßenrand. Weil das sind keine Cops, das werden andere Spieler sein. Was auch immer die am Straßenrand tun, das weiß ich jetzt ehrlich, aber es ist selber nicht. Wir fahren in der Geschwindigkeit um die Kurve, die ich möchte, Kollege. Ich werde gar nicht nach Sunflower Meadows reinfahren. Weil da komme ich nicht mehr raus. Die werden das zugestellt haben, safe. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass es nur noch 3 Einheiten existieren. Fahren zur VIP hoch. Was dann theoretisch die letzte Stelle wäre, was sie komplett zustellen können. Oh, nicht schon wieder ein M4. Seine Mission ist jetzt auch nur noch, mich zu nerven mit dem Sound. Ich will auf die Straße zurück. Mein Gott. Na, 3 Einheiten. Wie gesagt, 1, 2, 3. Der Wagen mit Lenkungsschaden hat echt einfach nur von Anfang bis Ende durch. Oh, Brücke, letzte Chance.
Um vierten bleiben. In fünften hoch, falls einer hinten reinfahren möchte. Jawohl. Gut. Oh, die nehmen den Karren aber auch systematisch auseinander jetzt. Ja, nö. Wird's ein One-on-One? Es wird ein One-on-One. Das Ding ist, er hat wenige Chancen jetzt. So, er kann da vorne mich ins Haus reinballern. Er sollte vorher keine Angriffe starten. Er müsste warten, bis ich da bei dem Ding bin. Bei der Kreuzung. Aber macht er nicht. Dadurch gibt er mir die Gelegenheit, die Geschwindigkeit und die Richtung zu bestimmen. Und das können die nicht mehr zustellen. Außer sie haben es durch Glück erahnt, ganz am Anfang der Overtime. Okay. Gut. Oh Gott. Ja, du darfst mit der Front auch gerne wieder nach unten, liebes Fahrzeug. Aber wenn der Turbo reinkickt, dann kickt er noch richtig, ne? Naja, so wenig Action in der Cop-Runde war, desto mehr hatten wir in der Racer-Runde. GG, Anni, stark gespielt, ey. Gut. Alter. Aber so spannend war Most Wanted echt noch nie, ey. So spannend war es noch nie. An der Aussage merkt man, er hat geschwitzt. Ja, wir haben gerade gesagt, entweder ist Andi tiefenentspannt, weil du hast jedes zugestellte Haus gecallt, bist gar nicht hingefahren. Richtig stark. Wir haben alles. Geh mal auf die Karte, geh mal auf die Karte, wir haben alles zugestellt. Das dachte ich mir schon. Darf ich kurz raten vorher, welche fünf ihr zugestellt habt? Ja, alle. Alle da unten sind zugestellt. Festival als erstes? Ja. Dann, genau. Dann Gables? Nein. Gables habt ihr nicht zugestellt? Nee, Kingfisher, weil die Ansage kam, du fährst nach Norden. Nee, Gables ist zugestellt, doch, Gables ist zugestellt. Ja, Gables wurde danach zugestellt. Nicht als nächstes. Es war erst Kingfisher. Aber dann Kingfisher, Gables, Sunflower Meadows, VIP und dann war keine Einheit mehr übrig. Ja, genau, ja. Dann war nur noch ich am Schluss und hab ganze Zeit versucht, dich noch irgendwie... Ja, du warst ein One-on-One. Ja, hab ich auch gesagt. In die Brücke reinjagen. Vor allem auch zufällig der Präsident, richtig geil, ey. Ich möchte dich dann noch so in die Brücke rein, da habe ich dich abgeschossen. Nach 10 Minuten war mir das schon klar, als dann wirklich alle an mir dran waren. Okay, entweder ich rette sie in die Overtime und zerre dann die Einheiten langsam weg oder das war's. Ja, das Problem war, wo wir es verloren haben, wenn man es jetzt kritisch sagen darf, ich will jetzt nicht der Buhmann sein, ne, weil ich habe selber genug Fehler gemacht, das ist mal außen vor. Aber wo wir es verloren haben, war da, wo du VIP repariert hast, dass halt 2-3 Einheiten vom Aventador standen und er sich den Weg an denen irgendwie vorbei hätte suchen müssen. Das heißt, du bist schon über alle Berge gewesen, während der Aventador halt komplett weg war. Und das war, ich hab's noch gecallt, so, ey Leute, ne, aber dann warst du schon weg in dem Moment. Also das ist halt sowas, wo ich sagen würde, jetzt als Kritik allgemein, wo die Cops einfach auch die Stärken und Schwächen ihrer Einheiten auch positionstechnisch besser machen müssen. Genauso die schnellen Einheiten macht auch die Calls an die langsamen, hey, ich
bleib rechts, ich fahr links vorbei oder blalala, weil das ist sowas, was mir sehr aufgefallen ist, die schnellen Einheiten in dem Moment, wo sie hätten überholen können, sind eigentlich durch die eigenen aufgehalten worden. So ein bisschen jetzt Kritik am ganz, ganz hohen Rande so, das war stark gespielt, aber ich glaube, das war so der Entscheidungspunkt, wo die Cops es sich selber unnötig schwer gemacht haben gegen Ende, weil wenn da der Aventador direkt attackieren hätte können und dranbleiben hätte können, ich glaube, dann wäre es ganz schwierig geworden nach deiner Reparatur für dich. Ja, wäre es auch. Er hat Medikan aber trotzdem noch gut zerlegt, also ja, echt nicht schlecht. Nee, war auch stark gespielt, das war so wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, ah, das war jetzt denkbar dumm, aber wie er gesagt, er hat aber nur ein Overwatch verwendet, oder? Ja, wir haben genau, weil der Aventador immer dran war. Wir haben auch versucht, den immer dran zu bringen, weil das einfach die stärkste Einheit ist. So. Aber ja, weil ich war mir halt tatsächlich nicht sicher. Ihr habt halt die Anzeige gemacht, okay, der Overwatch startet jetzt, aber dann kam nichts mehr. Ich dachte mir, okay, ist der jetzt vielleicht 6 Minuten drin oder doch nee, mal? Oder? Nee, er hat es eigentlich beendet, meine ich. Das kam bei mir nicht an. Also ich meine, er hat es beendet, aber wir haben halt nur einen insgesamt gezündet, ja. Okay. Nee, aber war stark, hat Spaß gemacht und auch nochmal Lob an die Cops, war richtig geil und wenn diese, aber das sieht man mal, gegen Andy oder auch glaube gegen mich, diese erfahrenen Racer-Spieler, das klappt, du kannst als Cop nur gewinnen, wenn du perfekt spielst und genau so soll das Format sein. Die Cops können gewinnen, wenn sie perfekt spielen, beziehungsweise der Racer kann gewinnen, wenn er perfekt spielt und das war jetzt, ich würde sagen, über alle CVR Most Wanted Ausgaben überhaupt die spannendste Runde ever. Ich glaube, so knapp, so spannend war es noch nie und deswegen nochmal ein dickes Lob an die ganzen Cops, für das, dass es wirklich jetzt so zum ersten Mal, der eine macht Bresi, die anderen machen zum ersten Mal Cayenne und so weiter und so fort, richtig stark und ich würde sagen, die Regel mit dem, dass die Hinterradantriebseinheiten da direkt das überspringen können, den Offroad-Weg, das hat gerade jetzt bei dir, also ich selber hab's mega krass erlebt, das hat richtig gut funktioniert, also die Regel behalten wir bei und ja, nochmal sorry, dass es zwischendurch laut wurde, aber da ist halt Adrenalin am Start, wir fiebern da richtig mit und ich hoffe, du als Zuschauer tust das auch. Ja, wenn dem so wäre, wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da, check die anderen Sichten aus. Ich glaube, gerade auch Andys Sicht hier parallel dazu ist super interessant. Genauso auch die bei Andy schauen parallel. Die Sicht der Cops ist bestimmt super interessant. Wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ein wunderschönes Wochenende an dieser Stelle. Danke an alle, die nochmal teilgenommen haben. Gerne, gerne wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.